Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, Leute. Es ist jetzt soweit. Ich mache schon extrem lange YouTube. Ich habe mir jetzt gesagt, nach der ganzen Zeit, wo wir die Zeit im Prinzip durchgelebt haben, wird es Zeit, dass ich euch einfach die Wahrheit sage. Ja. Es gab schon mega viele Videos von dieser Art. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber ich habe mich dafür entschieden und ich will in dem Fall 100% ehrlich zu euch und zu allen Menschen in meiner Umgebung sein. Leute, ihr hättet es vielleicht nicht von mir gedacht, aber ich bin heterosexuell und ein aggressiver Player. Jetzt ist es raus! Ja, ich hab da auch schon mit meinen Eltern drüber wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe in letzter Zeit mal wieder gesehen, es gab ein Coming-out-Video von der Melina. Ihr wisst ja, bei mir ist immer Comedy angesagt. So, ich will euch jetzt mal kurz meine Meinung zu diesen Coming-out-Videos geben. Nicht, dass irgendwie irgendwelche Leute auf meinen Kanal gehen, die mich nicht kennen und denken, was ist das für ein respektloses Stück Scheiße. Ihr wisst ja, ich mache mich immer gerne über Sachen lustig, für die, die mich nicht kennen. Aber gebt danach noch, wenn es nicht schon offensichtlich ist, noch mal eine ehrliche Meinung dazu ab und was ich dazu wirklich denke. Zu diesen Coming-out-Videos. Ich bin erstmal ganz ehrlich, Respekt an die Melina, dass sie das gemacht hat. Das ist wirklich, glaube ich, nicht einfach. Ich meine, ich kann mich nicht wirklich in die Lage reinversetzen. Deswegen weiß ich nicht wirklich, wie es sich anfühlen muss, ja, seinen Eltern gegenüberzustehen und denen zu sagen, dass man homosexuell ist, ja. Ich glaube, das ist wirklich eine extrem krasse Herausforderung. Erstmal überhaupt mit dem Thema und sich selbst klarzukommen, dann mit dem Thema den Freunden klarzukommen und mit dem Thema dann noch mit seinen Eltern klarzukommen, ja. Und das Ganze dann noch auf YouTube publik zu machen. Also das ist auf jeden Fall ein mutiger Move. Aber wie es aussieht bei ihr, hat es ja alles gut geklappt. Und ich denke auch, dass die meisten Leute mittlerweile so tolerant sind und diese Homosexualität einfach akzeptiert wird. Das finde ich auch gut. Ich kenne mega viele Schwule und ich liebe Schwule. Das war jetzt irgendwie die falsche Bezeichnung. Ich kenne mega viele Schwule. Ich finde es einfach wichtig, dass diese Wahl oder dieser Trieb oder der sexuellen Ausrichtung, dass es einfach akzeptiert ist. Und ich habe vor allem riesen Respekt und ich ziehe vor allem meinen Hut, die das öffentlich machen, die das mit ihren Eltern teilen, die das sagen wollen und die auch zu ihrer Sexualität stehen. Das ist ja noch eine andere Sache. Einmal weiß man, dass man es ist, dann kann man es akzeptieren und dann kann man noch dazu stehen, ja. Und das ist wirklich Charakterstärke. Auch an alle Leute von euch da draußen, die halt irgendwie einfach auf Männer stehen als Mann oder als auf Frauen stehen oder vielleicht auch bi sind, ja, wie da wie bi. Und kleiner Scherz am Rande, ja. Schaut, dass ihr es für euch akzeptiert. Das ist nichts Schlimmes, ja. Ich finde das persönlich überhaupt nichts Schlimmes. Das ist wirklich mal wieder meine ehrliche Meinung. Weil es ist wirklich ein Thema, das gerade, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Das will ich natürlich unterstützen und euch da natürlich auch gut zusprechen an alle, die es betrifft. Ich habe eben immer noch das Problem, dass ich ein zu krasser Player bin, ja. Ich muss da echt mal was tun. Spaß, Alter. Was mir ansonsten noch ein extrem wichtiger Punkt ist, der mir in letzter Zeit auch wirklich vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Standpunkt verstehen. Und schreibt doch einfach mal eure Meinung auch noch in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr habt den Witz auch verstanden. Nicht, dass hier irgendwas falsch rüberkommt. Aber ich glaube, die Message war klar. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich ja mal abonnieren, wenn ihr Bock habt, und einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten schaut beim letzten Video vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.